So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Umbrella Chronicles. Ich habe leider keinen funktionierenden Trainer gefunden. Ist halt ein Problem, weil das halt eben auch Multiplayer ist. Deswegen wird da auch relativ schnell gesperrt und nachgeschaut, dass da nichts durchgeht und so. Ich hatte mal einen, der hat irgendwie einmal funktioniert für unendliche Munition. Der Rest war leider hinter der Paywall, aber das wäre halt schon mal besser als nichts gewesen. Aber der geht jetzt irgendwie auch nicht mehr. Die erste Runde habe ich jetzt hier mit Mühe und Not noch geschafft. Aber gut, da habe ich halt auch noch ein bisschen rumprobiert. Aber wie gesagt, ihr seid halt einfach viel zu viele. Gerade mit den Vögeln, da kannst du dich halt auch nicht mehr zurückziehen. Und die loszuschwerden, ist halt super nervig. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber die machen halt dauerhaft Schaden. Das ist halt das Problem. So, ziehen wir uns nochmal kurz zurück. Nutzt die Zeit zum Heilen. So, wenn ihr mal an der Tür rumprobiert, würde ich doch mal die Chance nutzen. Die Dinger spawnen ja nicht nach, leider. Na, dafür seid ihr jetzt aber gerade etwas spendabler. Was die Lebenspunkte angeht. Ich glaube, da oben soll man es auch nicht allzu lange aufhalten. Noch ein Bonusding für eventuell mal später. Ihr blöden Viecher, bleibt einfach mal da und lasst euch töten. Und was halt auch super unangenehm wäre. Moment, da hole ich für die Waffe lieber. Danke. Das habe ich jetzt auch mal rausgefunden. Es wird immer die Waffe nachgeladen, die man ausgerüstet hat. Ja, Hunde. Unschön. Aber ja, vielleicht sind wir dann jetzt doch mal etwas effektiver. Dankeschön. Dich zerlegen wir direkt mal. Die Zeit kann ich natürlich knicken. Das ist da. Ich muss hier zu viel Zeit zum Heilen und Rückzug aufwenden. Durchrennen ist leider nicht. Hunde? Irgendwas hat mich doch gerade hier angetatscht. Unsittlich berührt und so. Stimmt, hier war noch ein Zugang nach unten. Ich erinnere mich. Wie sieht es munitionsmäßig aus? Wir könnten ja nicht mal auf die Desert Eagle wechseln. Die ist zumindest bei euch One-Shot, aber ich meine, dafür ist sie auch da. Für uns halt auch deutlich weniger Munition. Vielleicht ist es hier unten gar nicht mehr so schlecht. Da können wir uns tatsächlich zurückziehen. Euch beim Aufstehen schon erledigen und dann so holen wir uns aber den Rest hier zusammen. So, möchte noch jemand spawnen, bitte? Jupp. Natürlich. Genau dich kann ich hier nicht gebrauchen. Deckung. Nicht.
Bitte schneller spawnen. Danke. Boah. Aber das war jetzt ja schon so stressig. Die letzte Stufe wird dann übel. Die letzte Stufe wird wahrscheinlich übel werden. Wie gesagt, wenn ich das jetzt nochmal versauen sollte, ja. Ich würde sagen, dann lasse ich das tatsächlich mal. Ich meine, ich habe ja noch Granaten. Ach Gott, du musstest doch vielleicht mal sterben. Danke. Gibt zwar auch Punkt, aber ich meine, der frisst halt auch leider einiges an Munition. Aber gut, mal schauen. Ja. Bitte mehr Muni, danke. Die sind auch immer jedes Mal anders platziert hier, die Items, sehe ich. Bitte weniger aushalten, danke. Hier hinten wohl noch? Jo. Der Finne. There it is. Na dann, einmal eine Runde Wolfsbane, bitte. Dann können wir die zumindest ansatzweise mal. Hier ist die nächste. Kenn ich, glaube ich, noch gar nicht. Kann ich mir auf jeden Fall mal merken. Also die Zeiten sind jetzt jenseits für gut und böse, aber vielleicht kriegen wir es tatsächlich jetzt ja mal hin. Wäre cool. So, ist da wieder irgendwas respawned? Ha. Weniger von euch existieren, desto besser. Blöde Drecksviecher. Tschüss. Dach grad. Lad doch bitte mal nach. Dankeschön. Ich glaube, der hat aber auch gerade Leben fallen gelassen. Ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, dass wir uns hier so ein bisschen zurückziehen. Das hier von hier aus mal aufrollen. Die sind doch gerade ein bisschen zu schnell. Das ist das Viech, das will ich tatsächlich ungern anlocken. Das kann ruhig da hinten bleiben. Die Frage, ob wir das noch irgendwann kriegen. Sieht aus, wir haben ja knapp die Hälfte gerade mal. Da haben wir Glück gehabt, dass du so schlecht gezielt hast. Animiert sich da gerade irgendwas oder regeneriert sich da gerade irgendwas? Nö. Hast dir so gedacht, ne? Gut, Zeit zu wechseln. Das Wusch ist zumindest... Kriege ich halt trotzdem. Oh, wir haben damit nicht wirklich Munition. Sehe ich gerade. Das ist ungünstig. Ich dachte, wir kriegen das aufgefrischt, wenn wir eine neue Waffe holen. Ah, falsche Waffe. Nee. Ich habe wirklich die falsche Waffe hier ausgetauscht gerade.
finde. Okay. Dann, ja. So rum bitte. Dann sind wir zwar wieder auf den Anfangswaffen, aber haben Munition. Und einen toten Raben. 10 Stück noch. Komm, das kriegen wir hin. Was greift mich da? Dieser Drecksvogel. Sample obtained. Und da unten ist jetzt noch jemand. Du kannst das gerade mal vergessen. Du auch. Hallo? Ich habe es wuschen gehört. Sample obtained. Man dankt. Ich glaube, das ist hier gar nicht schlecht mit diesem Rückzugsort. Kriegen wir es ja vielleicht doch noch ohne Cheating hin. Wenn es auch jetzt wirklich deutlich Adrenalin geladen ist, aber ich bin gerade im Moment relativ zuversichtlich. Das ist das große Vieh, ne? Ja, okay, den möchte ich hier nicht haben. 5 Stück brauchen wir noch. Theoretisch müsste da hinten ja noch irgendwo ein Vogel sein. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt. Die letzten 4. Du kommst hier wieder leider in die Richtung, die ich dich nicht haben will. Bleib da ruhig unten. Da habe ich gerade wieder Schatten gehabt. Ich glaube, ich bin einfach zu weit weg, ne? 2 Schuss, aber noch relativ viel MG. Wie viel haben wir noch? 2, okay. Kriegen wir hin. Hier müsste irgendwo was rumliegen. Ja. Puh, ja. Super stressig, aber hey. Ha, Erleichterung. Boah, wie gesagt, Zeit ist jenes von guten Übels, aber ich brauche hier einfach viel, also jede Menge Zeit, um mich zurückzuziehen und zu heilen. Das Durchrennen geht hier leider nicht mehr. Dafür sind das zu viele, die zu viel Schaden machen. So. Aber dann können wir uns das tatsächlich mal noch... was haben wir hier dann? Wo alles begann. Genau, Raccoon City nochmal anschauen. Als ich aufwachte, fand ich mich hier in Raccoon City wieder. Achso, warte mal. Erstmal noch die... das Geschafft-Dings anschauen. Wieder ganz vergessen. Ist mir ziemlich egal. Aber die Fähigkeiten der Versuchspersonen sind unglaublich. Sie erinnern sehr an die von USS-Soldaten. Hm. Dankeschön. So, jetzt aber. Als ich aufwachte, fand ich mich hier in Raccoon City wieder. Nur zumindest einem Nachbau davon. Sogar die Zombies sind da. Wer baut so etwas? Nein, besser keine Fragen. Das führt nur zu Schwierigkeiten. Ich mache einfach, was man mir sagt. Ja, das haben wir ja gemerkt. Fragen Sie nicht gern gesehen. Wir haben sehr wenig, also nur eine Waffe. Und sogar und 3 Phasen. Scheiße. Na gut. Angriff mit einem gehetzten Ball könnte ich gekontert werden. Es gibt niemanden auf der Welt, der nicht weiß, was dieser Stadt zugestoßen ist. Jetzt existiert sie als Phantom. Eine Nachstellung jenes verhängnisvollen Tages. Ihre Munition ist begrenzt. Mhm.
Ja, direkt hier so reingeworfen werden. Unschön, aber gut, dann, ja. Es wird schwieriger. Es wird leider echt schwieriger gerade. Mal schauen, was wir reißen können. Natürlich sind die direkt hier aufmerksam. Ihr wollt mich doch verarschen. One-Hit-Gegner und begrenzte Munition. Ja, super. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Oder war das jetzt irgendein besonderer Gegner? Natürlich wieder Raben. Warum? Den Raben mit erwischt, wäre cool. Vielleicht können wir ein paar runterlocken. Die eignen sich ja wirklich für die Dings. Die Beilangriffe, das heißt, wir können da mal schön Munition sparen. Vielen Dank für die Heilung. Ja, ich muss hier echt langsam machen. Da war doch gerade ein Rabe. Oder täusche ich mich? Kommt ihr mal ruhig hier einzeln und langsam an. Ich habe jetzt gerade das Ganze mal so ein bisschen. Ja. Ein bisschen nacheinander angehen. Die geben auch extra Punkte, diese Beilangriffe, merke ich. Und gerade wenn die hier versuchen, sich wiederzubeleben, ist das ja super. Da haben die nämlich absolut nichts gegenzusetzen. Könnte halt nur irgendwann zu viel werden. Aber bisher. Das war, glaube ich, eine gute Taktik hier. Nur jetzt müssen wir halt dominieren und jetzt müssen wir uns halt bewegen bei den nächsten Malen. Okay. Dann schauen wir mal, wo ist die erste? Dings. Da hinten. Danke. Schon hier ist ja nichts einzusammeln. Bin jetzt schon so drauf getrimmt. Muss nachladen. Dafür notfalls Heilung. Go, go, go. Danke. Hallo, Heilung. Tschüss, Zombie. Meine Heilung ist ja ganz schön, aber Muni wäre mir tatsächlich gerade ein bisschen lieber. Gott, seid ihr ätzend. Da. Bitte, wer. Das dauert mir alles viel zu lange, liebes Spiel. Aber gut. Passt gerade dann. Juhu, alles von vorne.
Wie gesagt, Checkpoints wären hier echt super gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.